Hört, hört, hört! Das ist der Willy McClough vom Schwabo-Clan. Herzlich willkommen im Mittelalter, da wo alles so simpel und einfach war. So schön, so frei. So viele Sachen ausprobieren. Alles ohne «Mach das, mach das!» Genau, also. Voller Presse. Grüß dich, ich bin der William McClough vom Schwabo-Clan. Anna Tockelson. Hey, gib da richtig die Hand an. Was ist eigentlich los, Bruder? Bruder, bringst du mir etwas bei? Ich muss jetzt etwas lernen. Ich habe Angst, dass ich mir wehtue. Was? Ich habe Angst, dass ich mir wehtue. Ich bin auch gefährlich. Das ist alles mir. Das ist Schwabo-Town da. Okay. Nachher tun wir uns alle zusammen vereinen und ziehen die Schlacht. Wir müssen alle fertig machen. Wir müssen nachher wirklich in Grosse. Wenn wir uns vereinen, sind wir viel stärker. Natürlich, für den König. Klar, oder? Werden wir den Feind besiegen. Hat es da eigentlich nur noch Deutsche rum? So zielt man. Gestreckter Arm. Okay, gestreckter Arm, ja. Eine runde, große Ausrichtung, ganzer Arm. Ja. Bis in den Rücken. Ja. Wenn der Arm wieder gerade ist und einrastet, fliegt sie. Okay. Probier. Ich bin der Willy McClough. Christian? Ja, da musst du schon dazu passen. Ja, Willy McClough vom Schwabo-Clan. Komm, Holzhacke auf entfernen. Hey, was ist los, ey? Ja. Wie denn bist du in dem Fall meine Magd, oder? Nachher? Bitte? Du bist meine Magd. Richtig. Genau. Ja. Ist gut gemacht. Bruder Bart, hat mich gefreut. Mich auch. Gehen wir weiter. So, wir sind hier beim Vierbogenschiessen. Auch das wird mir erklärt von einem Deutschen. Oh, Entschuldigung, Germanier. Nordgermanier. Genau, genau. Oh, super. Hey, das Wildschwein. Jetzt haben wir etwas zu essen heute. Christian ist mein Name. Das ist kein Swiss Date, der Single Börse da. Dann musst du etwas nicht sagen. Ich bin Schaban. Schaban, okay. Ja, ich auch. Und drei. Hilfe! Hey, ich bin der Willy McClough. Ich nehme alles. Habt ihr den Namen nicht verstanden, oder was? Vom Schwabo-Clan. Wir klauen, denke ich. Wir sind bekannt für das. Hätten wir geköpft zu meiner Zeit. Geköpft hätten wir ihn. Journalisten, wenn du es noch einmal sagst, dann fordere ich gleich zum Kampf raus. Alles ist gut. Ich sehe dich zwar noch nicht so richtig. Willst du schnell? Ein Glückstein. Ja, nein, vergiss es. Nein, kennt ihr eine scheisse Ausrüstung? Hast du schon gemeint, ich sage den Schlimmsten? Ja. Bist du einer der Bischof da, oder was machst du da? Bist du einer der religiös? Nein, eigentlich nicht. Ein weit gereister Mann, der Geschichten erzählt, wenn jemand will. Was ist er da für einen? Ich komme vom Eier genommen. Dann erzähl mir mal eine Geschichte. Ich höre zu. Die hat besser. Hey, jetzt langst du mich schon an. Das ist die Zeit, in der man sich alles holen kann und alles darf machen. Genau. Sollst du mich nie anlangen? Was für Eier? Deine Eier? Schandeier. Schande? Ja, eben deine Eier. Ich bin der Willy McClough vom Schwabo-Clan. Ja, was jetzt? Was ist das da? Was ist das da? Haben wir alle Mühe mit dem? So hat man sich euch gesagt früher. Siehst du, wir haben den Krieg verloren. Ja, was? Du gibst mir drei Begriffe, oder was soll drin vorkommen? Hallo. Ist das dein Untertan? Henker, Folterkammer, Beschneidung. Dreh dich mal um. Nein. Widersprechen darf er auch. Ja, sicher. Ja, was jetzt? Ist dein Untertan und hast du nicht mal richtig eingeführt. Der muss sich schon ein bisschen bei uns übernehmen. Weiß ich sehr wohl zu verteidigen. Ich gehöre nur einzig allein meinem Lehensherrn. Also. Eines Abends. Ich spazierte am Rhein entlang. Raschelte es im Gebüsch. Da war einer. Er hat einen Strick um den Hals. Das war doch der, der gestern dem Henker geflohen war. Ich packe ihm einen Strick und frage, was hast du getan? Er sagt, ich habe die Maid des Barons begehrt. Und er ist dahinter gekommen. Kann man dann in dieser Wohngemeinschaft hier auch, was gibt denn das für Regeln? Muss man da sich anpassen? Muss man da eine spezielle Sitzordnung aufräumen immer, oder? Die Gäste sind herzlich willkommen. Natürlich sollten sie in ritterlichen Umgange wohl gewandet sein. Das heisst, ich bin hier vollkommen fehl am Platz. Kann der mal aufhören dort? Ich finde das komisch. Ich weiss genau, in 3 Stunden bin ich voll und auf dem gleichen Schwert. Können wir dieses Bett einmal ausprobieren? Ich muss das schnell testen. Praktischer Umgang mit Frau Ritterin. Wahrscheinlich mehrheitlich immer alles im Liegen, oder? Mann ist unten, oder? Ja, ja.
Wie mache ich dann die Liebe? Funktioniert. Gehen wir zur Missionarstellung, falls es überhaupt noch möglich ist. Ich liebe mehr nicht als eine Gemeinschaft. Einfach unter sich sein. Können wir uns vereinen jetzt? Komm, Baby, komm, Baby. Moment, schnell. Ich weiss, wie ich mich zu benehmen habe. Ich gehe jetzt lieber, bevor du mir den Arsch versohlst. Das würde ich mir nicht erlauben. Also, Bruder Eisenschmerz, lass wieder mal was von dir hören. Hat mich wirklich gefreut. Gehen wir weiter, suchen den Nächsten. Ich bin der Willi McClaui vom Schwabo-Clan. Ich bin auf der Suche nach der Vereinigung. Wir müssen unseren Schwabtown wieder zurückerobern. Schwabtown? Das ist alles Schwabtown hier. Das ist meine Herrschaft. Aha. Du, ich habe keine Television. Ich weiss halt nicht, woher sie sind. Das ist der RTV, das kennst du jetzt einfach. Da haben wir einen, der wirklich in dieser Zeit hängen geblieben ist. Ich habe gemeint, dass du das Fürstentum Landenberg. Ja, das ist das Fürstentum Landenberg. Ich bin in der falschen Zeit. Ich muss gehen.